In unseren Wäldern, da lebt ein Tier, das man so gut wie nie sieht, die Haselmaus. Doch sie hinterlässt Spuren, weil sie so gern Haselnüsse frisst. Also muss man die angeknabberten Nüsse finden. Und deshalb gibt es die große Nussjagd, die Bingo unterstützt. Anja Schlegel hat kleine Meisterdetektive aus dem Solling begleitet, die schon fündig geworden sind. Fast 1000 Kinder haben bei der großen Nussjagd in Niedersachsen mitgemacht. Auch die Klasse 3B der Grundschule Uslar war dabei, und zwar äußerst erfolgreich. Hier sind echte Nussexperten am Start, die jede Fraßspur genau unter die Lupe nehmen. Klassenlehrerin Käthe Gröger ist von dem Bingo-Projekt begeistert. Ich fand besonders toll, dass alle Kinder aktiv sein konnten und dass wir hier noch wirklich einen gesunden Wald vorweisen können, wo es auch noch die Haselmaus gibt. Es gibt ja gar nicht so viele Fundstellen, habe ich gerade gehört. 5 bis 6 Fundstellen in Niedersachsen. Und das haben ja über 800 Kinder gesucht. Und wir sind ganz stolz, dass wir halt wirklich die ersten Entdecker waren, die die Nuss gefunden haben. Und so sieht die Nuss aus, wenn sie daran geknabbert hat, die Haselmaus. Sie ist leider selten geworden bei uns und sehr, sehr scheu. Um herauszufinden, wo in Niedersachsen es noch Haselmäuse gibt, sind Naturdetektive wie die Klasse 3B aus Uslar unterwegs und gucken gleich vor der Haustür mal genauer, wer da so an Haselnüssen herumnagt. Die Biologinnen Andrea Tapp und Sabine Edlich betreuen das Projekt. Und der Zwischenstand der großen Nussjagd kann sich sehen lassen. Inzwischen haben wir die Haselmaus an 5 Standorten in Niedersachsen nachweisen können. Und das hat natürlich nur geklappt, weil die Kinder alle wie wild gesammelt haben. Ohne die Kinder wäre es nicht gegangen, weil wir ja quasi die Nadel im Heuhaufen suchen. Und das reicht uns aber nicht. Wir wollen jetzt noch weitermachen. Wir werden also wieder mit Hilfe der Kinder suchen, suchen, sammeln, sammeln. Und natürlich auch mit Hilfe der Bingo-Stiftung, die uns das ermöglicht durch die finanzielle Unterstützung. Also, weiter geht's. Denn Haselmaus-Spuren wie diese gibt es doch bestimmt noch irgendwo anders im Land, oder? Nussjäger können noch bis Ende 2012 bei der großen Nussjagd in Niedersachsen mitmachen und beweisen, dass es sie noch gibt bei uns im Wald. Die Haselmaus.